Diese Woche war ich mit Giuliano im Japanviertel in Düsseldorf unterwegs. Er hat mir seine ultimative Lieblingsrahmen gezeigt, die er schon wirklich seit 17 Jahren isst. Ich sag's euch Leute, das war wirklich was ganz Besonderes. Zudem waren wir generell noch im Japanviertel unterwegs, haben noch ein paar andere Kleinigkeiten gegessen, waren in japanischen Supermärkten. Ich sag's euch, die Folge ist wirklich wie so ein Urlaub in Japan. Also erstmal ganz ehrlich, Giuliano, du musst den Leuten mal so ein bisschen erklären, warum du so ein Ramen-Enthusiast bist und was das Ganze auf sich hat. Ja, Ramen ist gesund. Ramen ist auch oft aus dem gesündesten Lebensmittel der Welt, Miso. Und hier war ich mit 17 das erste Mal. Ich bin mit meinen Cousins hier vorbeigefahren. Da war eine große Schlange vor dem Laden. Und dann dachten wir, hey, was soll das? Warum stehen die Leute für eine Suppe an? Und dann sind wir einfach reingegangen und haben dann festgestellt, dass es keine Suppe ist, sondern ein Gericht. Ja, und dann wurden wir süchtig und waren ab und zu auch zweimal am Tag hier. Und ja, ich gehe seit 16 Jahren hier hin und bin begeistert, immer noch. Mittlerweile ist es sehr berühmt geworden, aber es ist keine Instant-Ramen und mit den Ketten nicht zu vergleichen. Also es ist Handarbeit und schmeckt man auch. Die N9. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher noch keine andere Suppe hier gegessen, seit 17 Jahren. Okay. Wollen wir nicht hier haben? Was auf keinen Fall. Okay. Erzähl, was hast du bestellt? Die Tori Teriyaki? Ja, Tori heißt Hähnchen und Tori Karage heißt frittiert. Also Karage ist immer frittiert. Ja. Gibt es auch Oktopus frittierten, das heißt dann Taco Kara. Ne, Kara deutet immer auf frittieren hin, aber weil hier jetzt Teriyaki steht, ist das halt frittiert und dann mit Teriyaki-Soße mariniert. Und das ist hier so eine besondere Vorspeise, die sehr lecker ist. Was noch bestellt? Natürlich Gyoza, ne? Frittierte oder gebraten? Gebraten, immer gebraten. Geil, ja, finde ich super. Find ich frittierte sehr gut. Ist nur für... Und Suppen, hast du zwei Suppen bestellt, ne? Oder eine? Ja, und okay. dieses Chashutoku Samiso sieht man ja hier. Sojabohnenpaste Samiso, ne? Mhm. Also es ist eine Miso-Suppe auf einer Miso-Basis und dann, es geht halt darum, das Hackfleisch und so. Ist halt sehr authentisch, so wie man das in Osaka hat. So Leute, guck mal hier. Ihr habt es gerade schon gesehen. Sieht sehr, sehr gut aus. Erster Geschmackstest. Umami-Bomben. Boah, Digga, so voll hinten auf der Zunge ist so extrem. Boah, Suchtessen. Boah, Digga, das ist sofort neu. Das ist ausgelöste Hähnchenkeule wahrscheinlich. Ja, keiner, ne? Ja, immer. Boah, super zart, super saftig. Ja. Sofort so eine schöne süße Note, sag ich mal, kommt da durch. Geil. Weißt du, halt, Sojasauce, wahrscheinlich gemischt, Sojasauce, Ketchup, so Zucker schon. Einmal Gyoza. Handgemacht. Ich wollte gerade sagen, machen die auf jeden Fall. Sieht man sofort. Ja, ne? Erst braten und dann dämpfen. Ist jetzt nicht so, dass ich schon mal so gute Gyoza gegessen habe, ne? Sind wir auch mal ehrlich. Also sind super, sind gut. Aber das hier, das haut mich richtig um. Das finde ich richtig sehr, sehr lecker. Ich liebe das, wenn das im Nachgang so noch mal richtig rein ist. So in so einer geilen Soße. Du warst in Japan Koch, oder was? Habe ich das richtig verstanden? Ich habe da so Work and Travel gemacht und dann wurde ich überall entlassen, weil ich eine schlechte Arbeitsmoral hatte. Ich habe Teller gespült, aber ich habe geguckt halt. Ne? Und dann habe ich geguckt, was die Leute da so machen und dann ein bisschen was dazugelernt, wie man den Geschmack verstärken kann. Und wie lange warst du da? Warum? Also was war der Ursprung da? Weil das habe ich nicht so richtig verstanden. Du bist ja, also ich war hier und habe hier meine erste Ramen gegessen. Also habe ich ja gerade schon gesagt, mit 17. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ich muss unbedingt nach Japan, um zu gucken, was da so abgeht. Also wie die das machen mit dem Essen, dass es so gut schmeckt. Okay, du bist sehr selbstbewusst, du gehst sehr selbstbewusst mit dem Knoblauch um, ja? Ist wichtig, sagst du? Nein, das Knoblauch. Okay, erzähl mal was zu den Rahmen kurz. Tja, das Shoshotoku Samiso, das ist die Suppe, die ich seit 16 Jahren hier esse. Wichtig bei Rahmenessen, hier das Lava-Ei, dann kennt ihr eingelegt den Soja. Chashu hier, Schweinebauch. Wichtig ist bei Rahmen, auch um Respekt dem Koch zu zollen. Den Essvorgang nennt man Suru-Suru. Nimm mal raus, schön glänzend, auch ist ein gutes Zeichen. Und dann...
Scheiße, als Maul, Alter. Dann isst man die so. Ja, okay. Damit okay. Die Nudeln nicht in der Suppe zu lange kochen und zu weich werden. Und durch das Einsaugen kommt da mehr Luft dran als beim Pusten und dann sind sie halt kalt. Und der Koch freut sich über das Geräusch, weil das heißt auch, das schmeckt gleichzeitig. Also isst man so. Ja, okay. Boah, Digga, das riecht schon wirklich brutal. Suchtessen. Das riecht wirklich brutal. Wow. Boah, lecker. Eieiei. Zieht die Nudeln hier rein, Alter. Wie so ein Staubsauger, Alter. Das läuft schon. Ja, alles gut. Gute Schärfe kommt sofort durch. Ich weiß gar nicht mal, wie ich das beschreiben soll, Alter. Wirklich, jeder Punkt auf der Zunge ist abgedeckt. Überall ist was los. Boah, es ist wirklich gut. Perfekt gewürzt. Kommt schon wirklich an die Ram Kingdom Rahmen ran, tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht, auch mit dem Knoblauch das erste Mal. Purer Knoblauch, ne? Ist gar nicht verarbeitet, gar nichts. Ja. Tega. Wow, alter Schwede. Die Brühe ist so reichhaltig, weil die Knochen so lange gekocht werden, dass das wie ein Saunagang ist. Das holt die ganze Scheiße raus. Ja, Chaos. Und daran erkennst du es, okay? Das heißt, gut oder nicht gut. Boah, dieses Schwitzen, das kommt nicht mal von der Schärfe irgendwie, das kommt von dem ganzen Drumherum. Wirklich. Von der Reichhaltigkeit. Von allem. Ein Umhaut. Wow. Kreislauf geht kaputt. Ja, wirklich. Shashu Tokusai Miso ist das. Shashu, 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 shashu. Der ist so rot wie der Nikolaus hier. Man muss das schaffen, aber ja, du bist noch nicht so weit, du weißt noch nicht, was passiert. Warum, was passiert gleich? Ja, das haut dich um, Mann, das überrennt dich. Und das ist nicht scharf, das ist nur einfach, weil das knallt. Diese kleinen Bläschen hier, das ist der Shit. Wenn die Rahmen diese kleinen Bläschen hat, dann ist das halt reichhaltig. Das kann man nicht erklären, das ist so lange ausgekocht. Das hat eine dickflüssige Konsistenz. Das ist halt wie eine Soße, das ist geisteskrank. Ich meine, das macht einen alle. Also, ich kann nicht mehr, echt nicht. Der Kreislauf ist zu der kollabiert, das ist zu stark. Das ist wie eine Droge, Alter. Das haut einen um. Ich habe in Japan mal einen Ramen gegessen, da bin ich umgefallen, Alter, weil das so krass ist. Bruder, komm, komm. Einmal noch. Wow. Kann man gar nicht glauben, ne? Nee, wirklich nicht. Kommt aus allen Poren raus gerade. Wie geht das? Das ist schon, macht schon was mit einem, wirklich. Das ist schon echt. Kann doch nicht sein. Guck mal, das Gesicht, guck mich die ganze Zeit einmal im Rahmen essen. Was soll ich jetzt? Ja, ich finde das schön, halt, dass du das erlebst hier. Dass ich meinen ersten Orgasmus besorgt habe. Ja, erst ein Ramasmus. Ramasmus? Mein erster Ramasmus. Du schwitzt richtig wie. Kommt auch gleich erst, ne? Beruhig dich. Nö, nee, alles gut. Ich schwitze sowieso immer wie so ein Berserker, nee, aber es so hast du noch so schlimmer. Sweaty situation for us. Lasst ein Like da, schon mal einen Kommentar, Abonnement, LK, ihr kennt das Spielchen. Wir gehen jetzt weiter. Wohin, dann seht ihr nach dem. Wo sind wir? Koreanische Bäckerei, ne? Ja, koreanische Bäckerei. Und das hier ist eine Süßigkeit aus Sahne und Bohnenpaste. Wir essen das hier jetzt direkt. Ja, ja, oder hier, nee, komm, wir stellen hin. Nein, das gehört zu einem anderen. Ja, scheißegal, wie das gehört. Jetzt haben wir her, den Vogel hier. Erstmal, wie sieht das hier aus? Ja. Ach so, geil. Oh, das haben die hier gemacht drin, ne? Ja, ja. Ah. Ja, das ist ja eine Bäckerei, eine koreanische. Wow, richtig. Wie deine Burgerbrötchen so ein bisschen ist. Und man weiß, wie das abgeht. Vor allen Dingen die so rote Bohnenpaste. Wow. Ich glaube, ihr seht das. Was ist da Sahne drin oder was? Ja, Sahne, ne? Und rote Bohnenpaste. Tickerchen. Hammer, ne? Mmh. Boah. Also die Kombi ist ja auch nochmal. Schöne Paste hier auch noch. Paste. Hab ich hier was? Alles voll. Das war ja sehr, sehr lecker. Was essen wir jetzt? Weiter geht's. Weiter geht's. Boah, das ist wirklich richtig gut. Sehr, sehr gut. Wie gesagt. Hallo. Hallo, guten Tag. Hier kannst du selber Ramen machen. Ah, jetzt hier, ja. Guck mal hier, das ist das Beste, ne? Der Diamond Drink. Oh. Sake. Oh, krass, hab ich auch so noch nicht gesehen hier. Das ist wie Koks, ne?
Ja. Ne, das ist, da bist du drauf von. Also ja, das, echt? Ja, voll der Upper. Ist Reisschnaps, ne, glaube ich, und Sake, oder? Wein. Reis-Wein-Schnaps. Noch nie getrunken? Das mit Sashimi zusammen, ey. Ja? Also manchmal haben die hier auch Wasabi-richtigen. Muss man nur mal gucken einmal. Richtiger Wasabi ist sehr teuer, ne? Ja, so Stangen, ganze. Hier, ich fühle mich wirklich wie im Urlaub gerade, ne? Ich fühle mich wie im Urlaub. Tokio, guck, hier gehen die ab. Wow. Hier ist Wasabi. 45 Euro eine Stange. Leute, das ist originaler Wasabi hier, ne? Eieiei, und das meiste, was die deutschen Nuss oder hier ist Meerrettich, glaube ich, gefärbt, oder? Grün, ja. Das ist cool, ey, geil, das gibt's jetzt in Deutschland. Geil, Alter. Was ist das? Das ist was ganz Besonderes. Das gibt's normalerweise nur in Japan. Das sind so Nahrungsergänzungsmittel. Ah, krass. Die muss ich mir jetzt gleich kaufen. Ja, komm, nimm einen mit, testen wir direkt auch gleich. Ja, ich weiß nicht, ob du das magst. Warum? Dafür braucht man eine emotionale Verbindung. Kotze ich dann, wenn ich das trinke gleich? Ja. Die nehmen da halt mega viel Energy Drinks, weil die von morgens bis nachts arbeiten. Und das ist so ganz hochkonzentrierte Mineralien. Und in Japan stehen überall so Getränkeautomaten und da gibt's die. Okay. Ey, aber. Das hat so eine Gelee. Das auch so gemacht. So eine Gelee. So eine Gelee-Konsistenz. Aber so schlimm finde ich das nicht. Das schmeckt eigentlich ganz okay. Was ist denn da so glibberig da drin? Ja, das ist so, die Konsistenz, das ist halt Sperma. Das, wir gucken mal weiter. Also, aber ist gesund, ne? Ist nicht so, dass das irgendwie die Leber schädigt. Das ist nicht so ein Bubble-Tea-Bums, oder? Das ist kein Bums, das ist authentisch. Kannst hier alles aussuchen, ne? Guck mal hier, Zuckergrad. Aber kannst du hier aussuchen? Ja. Wir machen keinen. Was ist das denn hier überhaupt? Ein Bubble-Tea-Laden drunter. Guck mal hier. Und dann kannst du kalt, Raumzimmertemperatur, Masterkalt, mega Masterkalt. Heute ist nichts los. Am Japantag kann man hier 6 Stunden warten. Ja? Ja, Japantag warst du noch nie? Nee, war ich noch nie. Nächstes Jahr gehen wir zusammen auf jeden Fall, ne? Erstmal gehen wir zusammen essen und dann Karaoke singen. Ja, okay. Ohne Kamera. Ja, nee, mit, auf jeden Fall mit. Nein, nein, nur morgens zeigen wir unser Gesicht. Wichtig ist, dass es so ist. Boah, Junge, das war. Aber das geht nur, wenn man so macht. So, jetzt probier mal da an den. Wie viel Zucker? Wie viel Zucker? Kannst du gar nicht? 0%, aber das ist trotzdem wassersüß. Aber okay. Du hast ja gerade direkt gesagt, Bubble Ice Tea, Chemie und so. Das ist Tapioca, also das ist keine Chemie. Und der ist eigentlich korrekt. Ist doch nicht schlecht. Wie schmeckt denn der mit Zucker? Ja, noch ist schlimmer. Was? Ich lauf doch hier vor die Kamera. Da bleib doch mal stehen, du Hebeliger. Das ist doch lecker, oder? Ja, schmeckt wie ein Tee. Bisschen kälter hätte er dann noch sein können. Kann man auswählen. Eis 200%. So, dass man stirbt, wenn man das sieht. Den machen wir auch selber. Oh, oh, das ist aber hier nicht wie bei Rewe, ne? Das Sushi wahrscheinlich. Ne, in der Aussage. Nein, kennst du das? Ist nicht so. Leute, ich habe noch nie einen Onigiri mit Hähnchen gegessen. Ist das mit Mayo und Thunfisch? Nee, ich mag keinen Fisch, deswegen ist es mit Hähnchen. Ach, du magst gar keinen Fisch? Nein, gar nichts, nee. Deswegen mit Hähnchen Teriyaki habe ich noch nie gegessen. Auch nicht ja, deswegen sind wir hier. Okay. Das ist Was ist das, Mochi? Mit was gefüllt? Sojabohnenpasta? Immer Sojabohnen. Immer, ja? Ja, sorry, Alter. Geil. Weil diesen Handgemachte, das ist selten, das gibt's nicht überall. Was, warum nicht lügen? Sind nicht handgemacht? Entschuldigung, hat er gesagt. Ach so, ich hab verstanden. Nee, nicht lügen. Guck mal, wir sind in Tokio. Ey, Bro, ich fühle mich wirklich so unnormal, ehrlich. Ich fühle mich so wirklich. Es ist wirklich wie Urlaub, Mann. Ich liebe das, ehrlich. Danke, Alter, dafür. Ehrlich. Das ist auch was Interessantes. Du solltest eine mitnehmen, weil das selten ist. Was ist das? Auch eine. Das sind Nashis. Ja. Also wichtige. Ja. Ich weiß nicht, eine kostet, glaube ich, 16 Euro oder so. Ah, ne, kannst du mal, nimm mal eine, reicht schon. Ich nehme eine für mich zu Hause. Ja. Aber es steht kein Preis dran. Das ist immer, das habe ich gelernt bei so der Kabel 1 Reportage, wenn da kein Preis dran steht, ist das alles teuer.
Junge, für einen Koch, für mich ist das das Paradies hier. Ja, oder? Ich kann dir Läden zeigen, ich war da nicht drauf vorbereitet. Wir müssen eine Tour machen. Du hast nichts gesehen, gar nichts. Ach, geil. Ich freue mich wirklich. Die gibt es auch Underground, ne? So Underground-Läden und so. Geil. Lass den Daumen sprengen, Leute. Sprengt ihn. Das ist alles Kimchi. Das ist alles Kimchi? Ja, verschiedenes. Das ist aus Tintenfisch. Kimchi heißt einfach nur Fermentation, oder? Ja, so wie Krautsalat. Hier, also, guck mal, das Kimchi aus Senfblättern. Wow, krass. Alles ist Kimchi hier. Rettich-Kimchi, Gurken-Kimchi, Schnittlauch-Kimchi, alles Kimchi. Wart ihr schon mal in Japan? Schreibt es mal in die Kommentare. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Aber auch generell, ob ihr hier schon mal wart, ob ihr die Läden kennt, ne, wo wir waren heute. Und ich kann es euch nicht oft genug sagen, denkt ans LK. Liken, kommentieren, abonnieren, ihr Hübschen. Dankeschön. Auch für den Support der letzten Videos und so. Macht wirklich Spaß gerade. Macht wirklich Spaß. Klickt den Abonnieren-Button. Oh, den Nigiri, den testen wir jetzt hier direkt. Hast du den schon mal aufgemacht? Ich habe den noch nie aufgemacht, noch nie gegessen, noch gar nichts. Ja, du musst es lernen jetzt. Ja, okay. Wenn man das falsch aufmacht, kannst du wegschmeißen. Ja, ja, okay. Eins. Aber... Ach so, von unten. Nee, Digga, ich bin zu dumm. Schon nie. Mach mal. Ja, ruhig, ruhig. Da, das ist so ein Ding, ist das nämlich. Ah. Oh, nee, ne? Ja, ist kaputt gegangen. Schon kaputt, oder was? Bisschen. Ja, direkt Anzeige. Deswegen dem Aufkleber. Der Aufkleber ist schuld. Itadakimasu. Hat's. Oh, nach Reis auf jeden Fall. Der ist so ein kleiner Snack, wenn man Power braucht unterwegs, ne? Mhm. Soll satt machen und... Jetzt kommt die Süße raus von dem Teriyaki. Wenn man nicht mehr essen kann. Ja, ist lecker, glaube ich. Ist lecker. Sieht gut aus. Achso, Outro wollen wir machen. Ja, danke fürs Einschalten. Schönen Tag euch noch. Karaoke machen wir auf jeden Fall. Karaoke machen wir zu 100%. Zu 100%. Mal gucken, was wir euch dann davon zeigen. Aber ja, das war schon wirklich sehr, sehr geil heute. Danke. War wirklich richtig schön, hat richtig Spaß gemacht. Ich habe mich wirklich gefühlt wie im Urlaub. Also, lass den Daumen sprengen. Danke fürs Einschalten. Wir haben noch den Mochi. Ach, Mochi haben wir noch. Komm schnell. Hier sind schon viele gestorben. Wenn man den ganz isst, kann sein, dass du stirbst. Okay. Was ist das für eine Konsistenz? Nein, das ist aber geil. Bunter. Der Mochi. Was ist wie fick? Weiß ich nicht. Komisch irgendwie. Ja, das ist handgemacht. Ja, das ist schön, dass das handgemacht schmeckt trotzdem scheiße. Hier ist auf. Nee, ich kann nicht mehr. Ja, tschüss, ne? Bis nächste Mal oder so, ne? Tschüss.